Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Flife und sorry dafür, aber es ist nochmal quasi eine langweilige Observationsfolge von einer Dryad, aber man muss auch einfach dazu sagen, in Echtzeit wäre es einfach auch unspektakulärer, langweiliger und in dem Run ist sogar noch ein Fail passiert, ich habe es jetzt einfach rausgeschnitten, weil es einfach nur peinlich ist, aber genau, jedenfalls in Echtzeit, ja, würde man nicht sehr viel mehr sehen, als man jetzt hier sieht, ja, ihr seht dann den Power-Ups ungefähr, wie die Zeitspanne in echt ist, ich habe die Geschwindigkeit mal 3 jetzt gerade, weiß aber nicht, wenn der Audiokommentar jetzt kürzer ist, dann würde ich das Video nochmal kürzen, aber ja, auf jeden Fall dreifache, vierfache Geschwindigkeit, also zwischen 3 und 4, aber jetzt gerade ist auf jeden Fall 3 für mich. Und genau, wir haben jetzt endlich die Dryad gemacht, das war leider am Wochenende sehr schwierig mit Online-Zeiten und so, weil mit 3 Leuten koordinieren ist halt ein bisschen schwieriger beim Farmen. Aber jetzt die letzten beiden Tage, also heute und gestern, hat es auf jeden Fall geklappt. Und jetzt haben wir die Dryad gemacht und den Yggdrasil Tree Branch und ich muss sagen, der Damage ist echt gut eigentlich dafür, dass man bedenkt, dass ich mein Equipment 0 umgestellt habe und ich einfach nur Schild und Wand jetzt trage. 150.000 mit Link und HC ist absolut okay, vor allem wenn man sich die Power-Ups anschaut. Wenn man bedenkt, dass 3 der 7 Sachen, oder? 3, 6, 7, ja. 3 der 7 Sachen nur an sind, damit ich hier auf genügend Crit-Rate komme, ist das eigentlich echt okay. Bei Christmas Cake, Valentine, Chocolate und Upcut Stone, das sind Standard-Power-Ups, die hat man immer an. FEC-Card, POV und sowas, das macht man nicht zum normalen Boss-Hunten an eigentlich, das ist Verschwendung oder es wäre viel zu teuer. Und die Medizin, gut, okay, die Dex-Medizin würde ich jetzt vielleicht beim normalen Farmen mit Bow auch anmachen, aber die Int-Medizin ist auf jeden Fall die einzige, die ich jetzt wirklich nur wegen dem Schaden noch anhabe und die anderen drei eigentlich wirklich nur wegen der Crit, oder die sind nur wegen der Crit-Rate da. Das heißt, in dem Fall ist es echt der Damage sehr okay. Was man jetzt allerdings leider noch negativ mit anrechnen muss, ist, oder was heißt anrechnen, abziehen eher, sind die ATK-Buffs vom aktuellen Event. Ja, das ist der Grund-ATK, ist ja quasi passiv erhöht. Und das heißt, der Damage wird nochmal sinken. Um wie viel genau? Ich meine, 1500 ATK sind es, glaube ich, oder? Weiß jetzt nicht, aber ich schätze jetzt einfach mal so 6-7k wird es nochmal runtergehen. Also das heißt, es werden dann nur so 144k sein. Also auch von unter 140 wird es safe nicht droppen. Aber ja, so irgendwo im mittleren 140er-Bereich wahrscheinlich. Das wird nochmal ein bisschen wehtun, sage ich mal. Deswegen war es gut, dass wir es jetzt gestern und heute noch ein bisschen quasi genutzt haben, in Anführungszeichen, das Event. Aber ja, zum Equip kann ich nur sagen, jetzt kommt gleich der Cut, genau. Puh, kleiner Sprung, aber es war echt nur ein kleiner Sprung. Das waren ungefähr 4 Minuten, die ich da weggeschnitten habe. Aber wie gesagt, ist ein kleiner Fail passiert. Genau. Und ja, zum Equip. Also Full-Int-Umstellung, die macht ohne einen Force-Master überhaupt keinen Sinn. Auch so, wie gesagt, das ist einfach, es würde einfach meinen kompletten Spielfluss beeinträchtigen und das, mein größtes Gegenargument ist einfach, wir farmen den Giant viel zu wenig. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich gehe jetzt full int, wir machen 2 Wochen jeden Tag straight durch. Ja, das heißt online kommen, 12-mal Giant offline gehen oder sowas. Dann würde ich sagen, okay, scheiß drauf, ich habe noch 3 Restats drauf geschissen. Da wir das aber nicht machen und maximal am Abend 2-3 Stunden vielleicht farmen und dann dementsprechend maximal 5 oder 6 Gigs machen, ja, also sorry, aber das ist einfach, nein, das mache ich einfach nicht, das ist Schwachsinn, weil ich habe nur Asimiao, mit der ich farmen kann und damit würde ich das einfach komplett blockieren. Natürlich mit Van könnte ich immer noch farmen, beziehungsweise den Bow könnte ich ja auch noch tragen, aber ich würde meine Blockrate einbüßen, mit Bow würde ich auch keinen Schaden mehr machen. Mit Vanten würde ich zwar Schaden machen, hätte aber keine Blockrate und sehr viel weniger oder fast gar keine HP mehr, 30k ist ja nichts. Und ja, das wäre wirklich sehr, sehr hinderlich und deswegen werde ich das halt nicht machen. Und sonst bin ich halt immer noch am Überlegen wegen dem Schild und dem Vant, was man dann noch upgraden, verbessern könnte, aber mehr als ein Sockel wäre echt Verschwendung, weil 6 Sockel, sage ich mal, wenn man nicht ultra das Pech hat, müssten drin sein, mit möglichst wenig Aufwand plus die S-Karten. Aber worauf ich jetzt wirklich baue, ist der Fuchs, ja, also zur Not, wenn es geht. Also es kommt ja darauf an, also eventuell macht sich einer von uns echt noch einen Force Master, dann würden die 3 Power-Ups, die ich jetzt aktuell benutze, wegfallen. Plus ich könnte halt einfach ein Reinecke benutzen und ich habe ja jetzt ein Reinecke, das habe ich euch ja auch schon, glaube ich, erzählt. Ich hoffe, ich habe es euch schon erzählt, mit 22 Interweckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, im letzten Video habe ich das noch gesagt, am Samstag. Und den würde ich dann halt einfach wirklich schauen, dass der mindestens 40 Int bringt, dass er insgesamt über 60 Int bringt und das würde mich wieder auf deutlich über 150k bringen, also wahrscheinlich so 160,
165 habe ich jetzt einfach mal schätzen, vielleicht eher ein bisschen weniger. Aber die 160er Marke müsste man damit eigentlich erreichen können. Und das dann ohne so ein Event, also das ist auch nicht schlecht. Und dann halt wirklich mit minimalem Power-Up-Aufwand. Was man dann noch anmachen könnte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Eigentlich nichts wirklich, ne? Also, müsste man gucken. Aber auf jeden Fall, das wären so die einzigen Sachen, die ich jetzt noch als wirklich sinnvoll erachte. Das einzige andere sinnvolle, in Anführungszeichen sinnvoll, wäre halt wirklich noch ein zweiter Damage-Dealer. Da ist halt auch wieder die Sache, ich meine, klar, es würde tatsächlich nicht doppelt so schnell gehen, weil ich nicht da 10 kann. Also Dealer steht eigentlich immer zum schlecht aussehen rum, weil ich ja permanent die 1 gedrückt halten muss, deswegen kann ich selber nicht H10, vorher hatten wir Doppel-H10 mit Bow, deswegen ist die Zeit auch nicht so beachtlich gesunken leider. Mit Doppel-H10 wäre sie noch viel besser, wobei ich schlage so langsam zu, sage ich mal, dass das H10 bei jedem Hit proc't, also das klappt eigentlich trotzdem ganz gut. Aber ja, mit einem zweiten Damage-Dealer wäre einfach das Ding, klar, es würde deutlich schneller gehen, nicht unbedingt doppelt so schnell, kommt ja drauf an, wie viel Schaden der Damage-Dealer dann macht, aber ich sag mal, bei gleichem oder etwas höherem Schaden, ja, wäre es maximal das Doppelte, eher nicht das Doppelte, weil wie gesagt, man bräuchte dann mindestens noch einen zweiten Seraphen für Doppel-HC, weil sonst wäre es auf jeden Fall nicht das Doppelte an Zeit. Genau, und da ist halt das Ding einfach, dass ein zweiter Damage-Dealer natürlich nochmal die Drops teilen würde und ich sag mal, je mehr Leute an der Sache beteiligt sind, desto weniger Worths macht das Ganze für jede einzelne Partei, weil wenn du wirklich zu fünft oder so in einem Dungeon stehst, ich meine natürlich, man sollte nicht immer nur so denken, ja, wie mache ich am meisten Geld, klar. Aber ich will jetzt nicht lügen, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir das farmen. Natürlich, um sich selbst auch ein Set oder eine Waffe später zu erfarmen. Aber jetzt aktuell ist ja doch noch das Geld der Hauptpunkt. Und da wäre es halt einfach Schwachsinn, wenn man jetzt wirklich da mit 4 oder sogar 5 Leuten drinstehen würde, jetzt noch wegen Force Master und sich dann die Drops durch 4 oder 5 teilt, weil ich meine, dann macht man einfach nicht wirklich viel Geld. Vor allem, wenn jeder von den Personen noch Power-Ups drin hat. Das rechnet sich dann irgendwann nicht sehr viel mehr, als würdest du einfach die ganze Zeit Aminos und Tramlok farmen. Ja, also wirklich, es ist wirklich so. Also braucht man nicht anders sagen. Klar, die Zeit ist jetzt nicht so gering, aber ich finde, gute 20 Minuten, etwas mehr vielleicht, finde ich jetzt eigentlich absolut okay. Weil zum Beispiel für beide Aminos braucht man auch 20 Minuten. Und wenn man die Drops hier mit Aminos verrechnet, kommt man mindestens auf das Gleiche eigentlich. Wenn nicht sogar hier besser, kommt darauf an, wie man droppt an Questies. Und von dem her passt es eigentlich. Genau, und das wollte ich euch jetzt einfach zeigen, also der Schaden jetzt mit dem Event plus 10, 150k, leider nur durch das Event, wie gesagt, wird noch etwas droppen und mit einem guten Reinecke wird es dann höher sein, als jetzt aktuell, ja. Also ich sag mal, wenn wir 200 oder wenn ich 200k irgendwie schaffen würde, ohne, wie gesagt, meinen Power-Up-Verschleiß noch höher zu machen, wobei man, wie gesagt, eh nicht mehr so viel mehr anmachen könnte, wäre ich eigentlich absolut zufrieden. Also 200k, sage ich mal, ohne Full-Instettung wäre Dream. Ja, das wäre wirklich Traum. 50k mit jedem Hit mehr als jetzt, das wäre wirklich auch eine sehr gute Geschwindigkeit. Unter 20 Minuten auf alle Fälle. Wahrscheinlich so 16, 17, das wäre wirklich top. Genau, dann noch kurz zum Event. Wobei, das schaffe ich nicht mehr. Das ist die Aufnahme vorbei, aber ich mache jetzt einfach noch eine neue. Ja. Genau, ja, da bin ich wieder. Jetzt werde ich die Aufnahme sogar verlangsamen. Jetzt werden es dann nur so 2,8 irgendwas Geschwindigkeit sein. Aber genau das Event habe ich jetzt ganz vergessen. Das wollte ich auch noch kurz ansprechen. Das morgen startet, ist sehr blöd. Kurz zur Aufklärung. In Korea haben die gerade auch ein Oktoberfest-Event am Laufen, aber ein richtiges Event mit Boxen zum Farmen und auch CS-Sets. Und wir haben nur dieses Super Hot Dogs und Green Root Beer war das andere, glaube ich. Jetzt muss ich es tatsächlich nochmal aufmachen, weil ich es tatsächlich vergessen habe. Aber jedenfalls ist das nur so ein Passiv-Drop-Event, wie damals mit dem Darkon-Wein oder jetzt auch mit dem Stone of Balance. Also genau, Super Hot Dogs und Green Root Beer, genau. Ist, finde ich, ziemlich schwach und vor allem, das wird jetzt 2 Wochen gehen. Danach wird es safe nicht weitergehen, weil das im Oktoberfest dann eh vorbei ist. Aber ja, für so ein Vor-Halloween-Event ist es sehr schwach, weil man hätte es jetzt zumindest mit noch irgendwie einem kleineren, natürlich auch mit einem eher schlechteren Event, weil jetzt kommen dann bald die richtig großen, sprich Weihnachten. Und dann auch wieder Valentinstag, das sind immer die beiden beliebtesten eigentlich mit. Oder ja doch, mittlerweile schon, sowas wie Silverheart und Hold'em, das gibt es ja alle schon ewig nicht mehr, leider. Genau, das kommt halt dann erschwerend hinzu, dass jetzt so ein Event die Stimmung ein wenig drückt, weil Halloween, ich meine, ist nice für gewisse Sachen, ja, sowas wie Pumpkin Pies, Fita Cookies, Transis jetzt mittlerweile auch, 5 Minuten Transis sind eigentlich jetzt gar nicht mehr so schlecht, ja, jetzt braucht man sie zumindest mal für irgendwas,
Aber ich sag mal so, alles in allem ist es halt jetzt kein ultra krasses Event. Ja, man holt sich ja halt die Sachen, die man braucht, aber das war's halt dann einfach. Ja, dann ist halt einfach Schluss. Ich habe die Sachen, die ich wollte, Feierabend. Und genau. Das ist halt jetzt hier in dem Fall, das Event pusht halt nicht wirklich die Lust drauf. Weil man jetzt sagen muss, man weiß ja nicht, was diese Super Hot Dogs bringen. Vielleicht sind das so ähnlich wie Super Star Candies. Dann muss ich sagen, dann wäre es gar nicht mehr so schlecht. Also je nachdem, was die bringen, aber ich habe jetzt keine so hohen Erwartungen. Und ich bin auch ziemlich, also ich weiß, die Super Hot Dogs, die dürfte es noch nicht geben, dürfte ein neues Item sein. Und wenn es die doch schon gibt, dann dürften sie nicht besonders gut sein, weil dann habe ich noch nie von denen gehört und dann, ja, bezweifle ich mal, dass sie krass sind. Aber lassen wir uns überraschen. Und ich sag mal so, ja, man kann sich halt nicht wirklich drüber beschweren, weil ich meine, es ist immer noch besser als gar kein Event. Aber ja, mit einem irgendwie einem richtigen Drop-Event, also mit einem Farm-Event, mit Event-NPCs und Boxen und so, hätte ich mich mehr drauf gefreut. Ja. Genau, das wollte ich noch ansprechen. Wie gesagt, Riot 150k, zeige ich schon zum dritten Mal, glaube ich. Ist okay, ist noch ausbaufähig. Ich werde mir auch noch weiter Sachen überlegen. Also, ihr müsst euch das nicht so vorstellen. Ja, ich sitze hier, farm die und bin glücklich wie Sau, sondern ich muss die ganze Zeit die 1 gedrückt halten und überlege mir quasi in jeder Sekunde, wie wir es besser machen könnten. Aber meine Mittel sind halt einfach begrenzt und ich finde, man muss halt immer das große Ganze sehen. Man kann es nicht einfach sagen, ja, stattet auf Full Int um, ja, und was mache ich dann die restliche Zeit? Da stehe ich dumm rum und schaue Löcher in die Luft quasi, wenn wir nicht farmen. Also, man muss es immer im Großen und Ganzen sehen, ja. Das ist wichtig in jedem Aspekt des Lebens. Genau, auf jeden Fall würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.